Der Fahrer eines hochwertigen Porsche mit satten 500 PS unter der Haube hat am Donnerstag in Rostock einen Unfall gebaut. Laut Polizei geschah das Unglück gegen 8 Uhr im Ortsteil Dirkow. Der 32-jährige Fahrer kam mit seinem Porsche von der Dirkower Allee und bog nach rechts auf die Hinrichsdorfer Straße ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein 500 PS starkes Auto. Der Wagen mit Heckantrieb brach aus und drehte sich. So kam der Porsche gegen den Bordstein und riss sich die komplette Frontpartie auf. Der Aufprall war so stark, dass sogar ein Airbag auslöste. Wie der Fahrer wenig später bei der Polizei angab, habe er die Leistung seines Wagens unter- und sich offenbar überschätzt. Zum Unfallzeitpunkt war die Straße zudem regennass. Der 32-Jährige blieb bei dem Unfall wenigstens unverletzt. Weil Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, kam die Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Für die Bergung des zerstörten Porsche musste die Hinrichsdorfer Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Schaden wurde auf rund 20.000 Euro beziffert.